Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Hier ist 7up von C4 is Alive. Ich habe ja einen wunderschönen C64G bekommen. Der ja wunderschön, also das Gehäuse ist tipptopp. Keine Vergilbung, gar nichts. Und hat quasi einen C64 2-Bohr drin. Ich mache mal kurz hoch. Keine Angst, das Krachen ist normal. Das sind ziemlich stabil gebaut. Ich habe ihm eine vierfache Umschaltung verbaut, was hier ganz ziemlich easy und einfach ist bei dem Zweierboard. Vier Betriebssysteme und ein Reset-Taster habe ich allerdings ganz hinten. Also ich habe, das muss ich euch erzählen, ich habe also wirklich gehadert mit mir, da Löcher reinzubohren. Das passiert normal nicht oft, aber es gibt ja keine Achtfach-Kernel mehr mit Restore-Taste. Der Junge ist ja jetzt mittlerweile in Spanien und macht scheinbar nichts mehr in der Beziehung. Ist eigentlich schade, weil ich hätte gerne hier auch eine 8-Fach-Kernel mit Restore-Taste eingebaut, aber was man nicht hat, hat man nicht. So, hier dran hängt das, wo ein IB drin ist, das Laufwerk mit der Beleuchtung. Ihr seht es hier, ne? Das habe ich jetzt hier dran gehängt zum Testen. Das ist mit Speedos ausgestattet, deswegen auch zum Testen hier hergestellt, weil ich ja sehen muss, die Platine habe ich ja repariert, ob auch die SIA einwandfrei funktioniert im Parallelport. Im Moment habe ich hier das Originalsystem laufen. Also ihr seht hier, funktioniert einwandfrei. Der Reset-Taster funktioniert auch. Der befindet sich auf der Rückseite. Also alles hinten hingebaut, damit man ja nichts eben gleich optisch sieht. Und hier sind ja auch die zwei Kernel-Umschalter. Hier sehe ich gerade, da gehört noch die etwas nach rein. Ja, das klackt halt immer so furchtbar, aber das ist halt so bei den Gehäusen. Dafür sind sie stabiler wie die alten. So, also hier kann ich quasi vier Betriebssysteme schalten. Hier hinten ist der Reset-Taster. So, jetzt müssen wir natürlich auf, ach ja, und natürlich das Parallelkabel vom Speedos von der 1541-2, die ja schneller ist wie die 1541-1 mit Speedos. Es sind zwar nur 3 Sekunden, wenn man noch ein bisschen Toleranz abzieht von meiner Geschwindigkeit, die Taste zu drücken, bin ja auch ein alten Sack, dann ist sie wirklich ein bisschen schneller. So, jetzt schalten wir hier mal um auf das Betriebssystem Speedos. Wenn man jetzt die richtige Taste verwischt, jawohl hier. Also die Qualität hier von dem Fernseher ist natürlich nicht gut, weil ich habe jetzt einfach das Antennenkabel angeschlossen. So, das juckt uns aber nicht. Diskette ist drin. Wir laden mal das Verzeichnis. Ah, funktioniert. Seht ihr? Schnell laden. Auch Speedos zeigt quasi die Anfang- und Endadresse an. Natürlich ein Hexadezimal. So, los geht's. Gute alte GCS. Also ihr seht, der 64 funktioniert, aber der kommt nicht in eBay. Nein, 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 der bleibt erstmal bei 7. Der darf aufs Regal. Ich muss noch einen Platz suchen da oben. Vielleicht noch ein drittes Regal kaufen. Der eine CV ist da unten. Der muss noch wieder hoch. Ja, da oben ist die 1541-2, die Dolphin DOS bekommt da oben. Da warten wir, bis das Dolphin DOS da ist und dann versuchen wir da unser Glück. Gereinigt ist das Gehäuse. Da oben steht der C64, wo ich quasi immer im Einsatz hatte, der mit der Datendurchsatzanzeige und der Bremse. Und hier unten arbeite ich eigentlich nur noch mit dem C64, mit der Restore-Taste, mit den 8 Betriebssystemen drin. Der hat quasi keinen Schalter, gar nichts drin, gar nichts. Der wird also alles über die Restore-Taste geschaltet. Und ich fand da irgendwie Gefallen dran. Also wenn es das Ding in Massen gäbe, wäre ich dabei. So, Saxon läuft mittlerweile hier. Ihr seht also, es funktioniert alles einwandfrei. Ich könnte noch mal eine Diskette formatieren, wenn ich eine da hätte. Könnte ich mal noch eine Diskette formatieren, machen wir mal Set. Wenn was bei Saxon funktioniert, natürlich funktioniert es bei Saxon nicht. So. So, dann legen wir mal eine Diskette ein, eine Rückseite. So, die ist leer. Wir formatieren mal. Auch hier gehen die Schnellbefehle, die Kurzbefehle. Dann machen wir hier mal 7up. Ja, 7. Die Shift-Taste, ich weiß. Aber irgendwie war doch das Symbol. Irgendwo hatten wir doch ein Symbol. Hier haben wir das Symbol. Ne, das ist das Falsche. Ach, ich weiß es nicht mehr. Es ist schon so lange her. Wir hatten mal hier ein Symbol, wo man schön dann auf der Diskette sieht. Wo ist es denn? Ich finde es nicht mehr. Ich finde es nicht mehr.
Ist es egal, jetzt nehmen wir das hier, ist ja wurscht. Ja. So. Machen wir die Diskette, nehmen wir mal A1. So, und legen los. Also hört ihr auch das Speedos. Geht also fix, ne? Ist auch gleich fertig die Formatierung. Also erstaunlicherweise, ich muss es wirklich gestehen, erstaunlicherweise, ich hätte es nicht gedacht. Ich habe ja hier die Speedos in der 1541-2 und habe hier noch, hier unten, oh, der Aschenbecher stellen wir vorher weg. Hier unten habe ich noch eine 1541-2 mit GiffyDos. Und ich habe dasselbe Programm geladen und GiffyDos war wirklich noch eine Sekunde schneller. Und das ohne Parallelkabel, das ist echt verrückt. So, es ist formatiert. Gucken wir uns an. Hat funktioniert, einwandfrei. Also das Laufwerk geht einwandfrei, funktioniert einwandfrei. Der CV bleibt noch bei mir. Den schraube ich jetzt wieder zu und dann kommt der aufs Regal. Ciao, ciao, euer Seven.